wird gerankt. Wir ranken mal wieder. Wir haben lange nicht mehr gerankt, Antje. Das ist korrekt. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das bisher viel zu kurz kam bei Fred Carpet, nämlich Kinderfilme. Kinderfilme. Guckst du viele Kinderfilme? Ja, ich finde, ich störe mich ja grundsätzlich ein bisschen an dem Terminus Kinderfilm, weil ich finde, Filme, die explizit nur für Kinder gedreht wurden, sind eigentlich sowas wie Paw Patrol oder irgendwie so. Paw Patrol, ich weiß nicht, dann irgendwie, ich glaube, es gab mal irgendwie einen Piraten, so einen Animationspiratenfilm oder Feuerwehrmann Sam oder sowas. Das sind für mich eigentlich primär Kinderfilme. Die sind dafür gemacht, um Kinder zu bespaßen. Die müssen leider in der Wahrnehmung vieler FilmemacherInnen auch nicht gut aussehen oder irgendeinen Anspruch haben, sondern die müssen einfach bunt sein und knallen und die Kinder zufriedenstellen. So. Ja. Und alles, was darüber hinausgeht, finde ich, ist eigentlich eher dann schon nicht mehr explizit Kinder, meinetwegen Familienfilme, weil man sich die wahrscheinlich so im Familienbereich anguckt, aber vielleicht auch, weil sie das Thema Familie haben, sondern da würde ich dann wirklich schon eher ins Genre gehen und sagen, meinetwegen ein Abenteuer oder so. Also generell unter diesem Gesichtspunkt gucke ich keine Kinderfilme, weil ich gucke kein Feuerwehrmann Sam oder kein Paw Patrol. Aber das, was man gemeinhin unter Kinderfilme versteht, gucke ich schon öfter, ja. Also diese Überlegung hatte ich im Vorhinein auch. Sind Filme über Kindheit gleich Kinderfilme? Nein. Zum Beispiel habe ich bei meinem Ranking jetzt überlegt, Wo die wilden Kerle wohnen. Das ist ein Film, den ich total liebe und das Thema ist mehr oder weniger Kindheit, aber ich glaube, einem wirklich unter 12-Jährigen diesen Film zu zeigen, wäre komplett überfordernd und würde ihm wahrscheinlich auch nichts... Gut, we need to talk about Kevin. Genau, ja, quasi. Das sind die na gut, aber da geht es ja auch um Elternschaft und sowas. Aber apropos, wir haben mal ein tolles Video gemacht zu den ätzendsten Filmkindern. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Alles, was an Horrorkindern so in der Filmwelt rumgeistert, im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir da so ein bisschen aufgezählt. Da war Kevin nämlich auch mit dabei. Wir haben sie sogar gerankt, glaube ich, die ätzendsten Filmkinder, oder? Ja, ja, Kevin war sehr bald oben. Ja, so schaut gerne mal rein. Ja. Ja. Aber jetzt geht es um Kinderfilme, also um Filme, die, wollen wir einfach, lass uns sagen, Familienfilme. Ich glaube, damit sind wir fein, weil das gerne in der Familie geguckt wird. Ist im besten Fall stellt es die ganze Altersbandbreite zufrieden. Na, aber da wäre ich jetzt nicht so mit zufrieden, weil, also für mich war die Frage schon immer, hätte ich jetzt ein potenzielles Kind, welche drei Filme würde ich dem als erstes zeigen? Ja, als erstes direkt. Also, okay. Naja, man muss ja früh mit gutem Geschmack anfangen. Da hast du recht. So bin ich da rangegangen. Okay, gut. Okay. Dann darfst du direkt anfangen. Na gut, dann fange ich an mit... Welchen Film würde dein Kind als drittes sehen? Eigentlich geht das auch nicht so klar, aber Charlie und die Schokoladenfabrik von Tim Burton war ein Film, der mich in seiner Exzentrik, aber auch in seiner Gruseligkeit irgendwie so im Beschlag genommen hat. Ich habe ungefähr ein komplettes Lebensjahr an nichts anderes gedacht. Ich habe Charlie in die Schokoladenfabrik ein- und ausgeatmet, habe den Soundtrack morgens vor der Schule und danach hoch und runter gehört, im Alter von 12 oder so. Mhm. Und die Tatsache, dass er oberflächlich aussieht wie ein harmloser, quietschbunter Kinderfilm und diese Kinder dann aber zerstört werden in dieser Schokoladenfabrik, hat mich auf so eine seltsame Art und Weise verstört und gekitzelt, dass das so mein Einstieg in, ich würde fast sagen, ins Horrorgenre so ein bisschen war. Und genau diese Mischform aus Kinderfilm, der viel zu krass für Kinder ist, aber für Erwachsene zu kindisch, genau diese interessante Mischform, das finde ich, ist für mich Charlie in Schokoladenfabrik und das müsste mein Kind auf jeden Fall sehen, um sich schon mal auf den weiteren filmischen Lebensweg vorzubereiten. Ja, viele betrachten ja die Eselverwandlungsszene in Pinocchio als ersten leichten Streifzug ins Horrorkino, weil das ja eigentlich eine Werwolf-Szene nur mit einem Esel ist. Die ist auch schrecklich, wirklich schrecklich. Die ist wirklich sehr angsteinflößend und ich habe mal eine Doku gesehen, in der irgendeiner von den Horrorfilmregisseuren, ich weiß nicht, ob es Carpenter oder Craven oder wer auch immer war, aber irgendeiner meinte, vermutlich haben wir alle Pinocchio gesehen als kleines Kind und die eine Gruppe der Leute findet die Szene mit den Eseln total gruselig und ist deshalb für immer abgeschreckt und die anderen fanden es gruselig, aber waren fasziniert und die zweiten werden dann zu Horrorfilmfans. Ich finde, das ist eine sehr schöne Theorie. Ja, ja. Okay, was nehme ich denn dann mal? Ich würde sagen, ich nehme einen Film, den ich behaupte, du nicht kennst, weil den kennen leider viel zu wenige. Vielleicht kennst du aber die Vorlage, nämlich Rocker verändert die Welt.
Das ist ein Buch von Astrid Lindgren, die ja tatsächlich doch sehr bekannt ist für ihre Kinderstoffe. Und die hat den Film, aber es gibt einen Film aus dem Jahr, ich schaue einmal, um nichts Falsches zu sagen, aus dem Jahr 2019 von einer deutschen Regisseurin namens Katja Benrath. Und die hat diese von Astrid Lindgren stammende Vorlage Rocker verändert die Welt nach Hamburg verlegt. Also ich habe da direkt so einen patriotischen Bezug dazu. nein, so einen lokalen Bezug dazu. Und sie erzählt von einem jungen Mädchen, gespielt, also namens Rocker, die keine Eltern mehr hat, beziehungsweise die Mutter ist gestorben und der Vater ist Astronaut und ist deshalb nie zu Hause. Und sie muss halt als junges Mädchen, ich weiß gar nicht, ob ihr Alter explizit genannt wird, schätzungsweise so 11, 12, lebt sie halt ihren Alltag alleine und muss irgendwie nach außen hin rechtfertigen, warum sie komplett ohne Eltern in einer Wohnung dafür mit einem unfassbar süßen Eichhörnchen zusammenlebt und erlebt eben in Hamburg einige Abenteuer. Wir beobachten einfach Rocker beim Rocker sein, so doof das eben klingt, wie sie halt mit ihren Freunden kleine Abenteuer löst, kleine Rätsel löst, auf ihr Eichhörnchen aufpasst, immer wieder versucht, die Ämter auszutricksen und so weiter. Um einmal kurz aufzuzählen, wer da eben alles bei ist, und ich muss es ablesen, weil es sind wirklich viele Leute. Barbara Sukowa, Mina Tander, Fari Yadi, Michael Mertens, Detlef Buck, Cordula Stratmann, Volker Bruch, Milena 30, die man zum Beispiel aus Stromberg kennt. Also da sind echt viele Leute dabei und trotzdem keine von den bekannten Nasen. Man hat ja das Gefühl, so gewisse Leute sind in jedem zweiten deutschen Film dabei und keiner von denen, würde man sagen, den trifft man jetzt öfter irgendwo an. Und erst recht nicht in dieser geballten schauspielerischen Kompetenz. Also wenn Detlef Buck irgendwo schauspielt, dann bin ich intrigued. Siehst du, da muss ich das sehen. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert, ist, dass das Drehbuch von Hilly Martinek stammt und die hat unter anderem Honig im Kopf geschrieben und auch das US-Remake dazu, Headful of Honey. Aber muss ja nichts heißen. Die hat zuletzt auch Generation beziehungsunfähig geschrieben, den mochte ich auch. Also von daher, Rocker verändert die Welt, ist wirklich für gerade für so, und da geht es ja glaube ich ähnlich, deutsche Kinderfilme. Denen wohnt gerne so eine Piefigkeit und so eine Spießigkeit inne. Und das hat Rocker halt überhaupt nicht. Der spricht, so banal das klingt, die Sprache der Leute, für die er gemacht ist. Da kommen wir gleich auch nochmal zu einem anderen Film, der es noch fast noch ein bisschen besser macht. Und deshalb möchte ich Rocker verändert die Welt euch da draußen ans Herz legen. Ich behaupte, ihr kennt ihn noch nicht, du kennst ihn noch nicht. Also schaut euch den an. Ich weiß leider nicht, ob es den irgendwo zu streamen gibt, aber der ist wirklich richtig schön. Und auch okay, so ja, Altersklasse. Cool. Ja, so ab 8 würde ich sagen. Oder vielleicht noch ein bisschen jünger. Da passiert jetzt nichts Gruseliges, aber um so ein bisschen die Zusammenhänge zu verstehen. Würde ich sagen, falls du die Rico-Oscar-Filme kennst, der geht sehr in die Richtung. Und die sind auch sehr schön, wie ich finde. Also ich finde tatsächlich von den deutschen Filmen, finde ich die Kinderfilme meistens immer noch die besten. Weil ich da das Gefühl habe, irgendwie die Erwachsenen-Schauspieler drehen komplett durch, weil sie irgendwie denken, das sieht keiner oder sowas, keine Ahnung. Das finde ich eigentlich immer ganz reizvoll. Wir werden auch noch uns über Bibi und Tina demnächst unterhalten und es wird wahrscheinlich eine sehr ausführliche Sendung werden. Auf jeden Fall. Deswegen, ich bin gecatcht. Cool, ich habe tatsächlich keinen deutschen Film bei mir. Und wie gesagt, alleine das Eichhörnchen und sie haben halt mit dem echten Eichhörnchen gedreht. Alleine dafür muss man sich nicht mal gucken. Ich hatte kurz über die Kikis kleiner Lieferservice mit in diese Liste aufzunehmen, aber jetzt klingt Rocker verändert die Welt, klingt sehr ähnlich, finde ich, nur mit einem Eichhörnchen und in Hamburg. Deswegen, also ja, ich bin interessiert. Schön. Apropos Rock, kannst du schon erraten. School of Rock? School of Rock, das ist ein Kinderfilm in deiner Wahrnehmung? Ja, würde ich schon sagen. Okay. Dein School of Rock, ich meine, Schule kommt drin vor. Na gut, vielleicht nicht für. Obwohl doch, ich habe ihn in der Grundschule gesehen und das hat mir gefallen. Also ich glaube, man kann das machen. Ach, in der Grundschule. Ich wollte gerade sagen, ich habe in der Schule 7 gesehen. Würde ich jetzt auch nicht darauf packen. Aber gut. Du hast 7 gesehen? Habe ich das noch nie erzählt? In der Grundschule? Nein, eben nicht. Ach so. Nein, eben nicht. Ich meinte, in der Schule habe ich 7 gesehen. Ja, im Englischunterricht. Hat die Lehrerin oder der Lehrer das euch gezeigt? Ja, die Lehrerin hatte die Lehrerin fand 7 halt gut und meinte, gut, wir machen Filminterpretation in der 9. Klasse an 7. Das finde ich genial. Ihre Sache. Ja, aber man muss doch zugeben, man kann ja nun nicht von jedem erwarten, selbst wenn er über die Altersbeschränkung hinaus ist, dass er einen Film wie 7 halt durchstehen muss.
Ja, okay, gut. Also ich finde das ganz schön hart zu sagen, du musst 7 gucken als, weiß ich nicht, 16-jähriges Kind, damit du die Versetzung schaffst. Bei uns gab es eine riesen Tohuwabohu, weil wir Im Namen der Rose geguckt haben. Also, aber naja. Wobei an 7, wir haben, kurzer Schwenk in die Kindheit, wir haben über 7 gar keine Klausur geschrieben, sondern über American Beauty, ist mir gerade eingefallen. Auch ein Downer. Auch ein Downer. Aber leichter zu verdauen als 7. Das stimmt. Ja. Und geil zu analysieren, so mit Farben und so. Aber kommen wir jetzt zu School of Rock. Nicht analysiert leider in der Schule. Hätte man aber durchaus machen können. Also ich finde diesen Film einfach voll gut. Ich weiß nicht, was ich anderes dazu sagen soll. Ich finde, der gibt einem schon gleich so die ordentliche Portion Rebellion mit als junger Mensch. Stimmt. Die natürlich hier auch nicht allzu viel Konsequenzen hat innerhalb des Films. Das findet man dann vielleicht auch erstmal ganz gut. Ist so eine Rebellion Light vielleicht, wie man sie als Grundschüler gerade so verstehen kann. Es geht irgendwie gegen die da oben, gegen die Bosse und gegen ein Schulsystem, das ja vor allem in Deutschland ja voll schrecklich ist. Deswegen, ich finde, man kann sich mal darüber hinwegsetzen und mit School of Rock sich auch einfach mal damit auseinandersetzen, was noch möglich wäre in der Schule, in einem Klassenraum, was man als Schulgemeinschaft zusammen schaffen könnte, wie man sich anders organisieren könnte, außer dass der Lehrer einem sagt, was man machen soll. Okay, das macht Jack Black in diesem Film auch, nur halt dann mit Rock. Aber immerhin ist es Rock. Und es gibt richtig gute Musik am Ende, den Auftritt. Ich liebe ihn. Jack Black ist richtig gut. Ich mag auch die Lehrerin, in die er sich dann verliebt. Sarah Silverman ist auch dabei. Der Film ist von Richard Linklater. Also Before Sunset und Boyhood und so weiter. Wobei das schon der unlinklaterlichste Linklater ist, wie ich jetzt finde, muss ich gestehen. Okay. Okay, also ich hätte es nicht erraten, wenn ich es nicht wüsste, das stimmt. Und trotzdem finde ich, also klar, Jack Black steht einfach so im Mittelpunkt und der ganze Film lebt so krass von seiner super energetischen Performance. Wäre Ethan Hawke die Hauptrolle, wäre es schon wieder, das wär mehr schon Linklater, eher Richard Linklater. Ja, so ein trauriger Typ vorne vor der Klasse, der macht dann Blues mit den School of Blues. Ja, aber ich finde, Jack Black hat hier genug Energie, das für 3 Filme reichen würde. Das deswegen mega gut. School of Rock. Das war. Da wäre jetzt direkt meine Frage, so die mir so gerade durch den Kopf geht, ob Fuck You Goethe dann auch ein Kinderfilm wäre. Aber du gehst ja hast schon mit Absicht Grundschule genommen, ne? Ich glaube, da sind wir dann schon eher bei Teenie. Wird ja auch noch gern unterschieden, Kinder- und Teenie-Film. Ich weiß nicht, wie alt die sind. Also die, ich glaube, 12-jährige Miranda Cosgrove spielt da ja mit. Also die sind wahrscheinlich so 5. Klasse oder 6. oder so. Okay. Dann kommen wir zu meinem Platz 2. Und ich würde sagen, wir sagen da jetzt einfach mal gar nicht so viel zu, weil nächste Woche ein Video komplett über die Bibi und Tina Filmreihe erscheint. Was übrigens nicht nur auf meinem Mist gewachsen ist. Ich hatte nämlich erst gesagt, ich möchte mich da nicht, also ich würde jetzt nicht darauf bestehen, dass wir anlässlich des Bibi und Tina Filmstarts auch noch hier ausführlich über den Film reden. Aber du hast gesagt, du magst die Bibi und Tina Filme, was mir im Nachhinein total leid tat, dass ich einfach davon ausgegangen bin, dass du die nicht magst. Deshalb haben wir ein sehr ausführliches Special zu den Filmen gemacht. Bei mir gilt's fürs gesamte Franchise übrigens. Ich liebe die Filme. Es gibt einen Filmgedacht-Podcast dazu, den ich euch ans Herz lege. Wie gesagt, nächste Woche reden wir über die Reihe. Jetzt darfst du auch noch kurz sagen, sind 2, 3 Sätzen, warum du die Reihe ebenfalls magst, und dann würde ich an deinen Platz 1 übergeben. Ich finde, die Bibi und Tina-Reihe hat genau das Selbstbewusstsein, das so vielen deutschen Film- und RegisseurInnen fehlt, und die Bereitschaft, einfach auch mal komplett exzentrisch durchzudrehen. Ja. Und das meine ich auch nicht auf eine ironische, also es ist auch kein Trash-Watch. Nein, also, ich finde die einfach ganz aufrichtig gut. Schön. Ja. Und ich erkenne ein Muster, Detlef Buck. Detlef Buck. Vielleicht ist da auch Hände ein weg von Mississippi auf Platz 1. Wer weiß. Okay. Ah. Dann setze ich mal dagegen, unbekannterweise, mein Nachbar Totoro. Ah, oh, den habe ich gerade neulich erst wieder gesehen. Und? Oh, der ist so schön. Ne? Ja. Natürlich. Allein schon, wie kann man denn da eine andere Antwort als, oh, der ist so schön, erwarten? Ja, deswegen ist der Pick auch ein bisschen langweilig. Ich weiß, weil es keinen gibt, der sagt, oh, mein Nachbar Totoro finde ich aber nicht so gut. Ja. Ja, was soll man jetzt nach 20 Jahren, 30 Jahren noch zu Mein Nachbar Totoro? Ich weiß auch nicht. Es ist die Flauschigkeit in Filmversion. Total. Im wahrsten Sinne. Ich finde, der Film hat so ein angenehm entschleunigtes Tempo. Mhm. Generell die Kamera, man muss ja wirklich von Kameraarbeit sprechen bei in Animationsfilmen und bei Studio Ghibli, ist so schön
übersichtlich. Man versteht, wie dieses Haus aufgebaut ist, wo der Garten ist, welcher Flur zu welchem Zimmer führt. Man hat so ein Gefühl von, man ist wirklich da, auch wegen der Soundkulisse, die Zikaden zirpen im Gebüsch. Es ist so ein Sommerfilm, wo einem richtig warm wird, wenn man den sieht. Und zugleich ist das eine Welt, die uns ja eigentlich recht fremd ist, irgendwo in Japan auf dem Land. Und zugleich hat das Ganze so eine universalistische, dass man sagt, alle sind irgendwie dann doch gleich, egal wo man ist. Also ich habe das Gefühl, das hat so eine Menschlichkeit, trägt es einfach. Absolut. Ich weiß gar nicht, ich kann das überhaupt nicht artikulieren, wie gut ich diesen Film finde. Und ich glaube, dass der wäre dann auch in diesem Ranking auch wirklich der Film, den man als erstes gucken sollte, glaube ich. Weil der auch, glaube ich, ein ganz zarter Einstieg in das Medium Film ist, der dich nicht überfordert oder zuknallt. Ja, das ist echt witzig, dass du das sagst, weil das bei uns zu Hause, bei dem jungen Menschen, der da auch zu Hause bei uns wohnt, mit einer der ersten Filme war, den er gesehen hat. Aber vorher kam noch ein anderer und das ist mein Platz 1. Ah, okay, ja. Und ich habe dich in die Irre geführt, Detlef Burkhardt in Paddington 2 nicht mitgespielt. Nein, aber wieso nicht eigentlich? Warum eigentlich nicht, genau. Ich habe mich jetzt mal für Paddington 2 entschieden, weil ich den einfach noch einen Tick besser finde als Paddington 1. Und Paddington 2 war nicht umsonst zeitweise der bei Metacritic, oder war es Rotten Tomatoes? Ich glaube Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, bestbewertete Film aller Zeiten. Jetzt kürzlich in Massive Talent, hast du den mittlerweile gesehen? Nein. Da sieht man irgendwann Nicolas Cage das erste Mal Paddington 2 gucken, wie er weint, weil vorher fällt die Aussage, Paddington 2 ist der beste Film aller Zeiten. Paddington 2 is incredible. I fucking told you. Und er hat, ich sag mal so, der hat sich das schon wirklich erarbeitet. Also das ist so an Warmherzigkeit und liebevoller Verspieltheit, Kreativität, Rührigkeit, Weisheit. Das ist wirklich das Nonplusultra. Und dann in so einer Art Wes Anderson Light-Version, wobei das Light gar nicht unbedingt gemeint ist, als es kann nicht mit Wes Anderson mithalten, sondern es ist Wes Anderson einfach ein bisschen runtergefahren, weil ich glaube, sonst würde es zu sehr irritieren. Es ist ja nicht von Wes Anderson, aber der Stil geht schon extrem in die Richtung. Und mit einer, in einer Welt, in der das spielt, die so selbstverständlich freundlich ist, wo halt, wir haben da einen Kriminalfall, der eigentlich so klein und nichtig ist, aber die Welt ist halt insgesamt so friedlich, weshalb dieser kleine Kriminalfall so extrem aufgebläht wird. Und das ganze Weltbild, das dort vermittelt wird, dieses du kommst mit Höflichkeit weiter und solche Sachen. Ich liebe die Paddington-Filme. Und wie gesagt, ich finde Teil 2 noch einen Tick besser, weil ich ihn in der Kreativität noch ein bisschen aufregender finde und weil er Hugh Grant hat. Oh ja. Aber ansonsten... Als Felix Buchanan. Felix Buchanan, der eitle Schauspieler. Ja. Genau. Und ich würde jederzeit mich für die Blu-ray ins Feuer werfen. Paddington oder Paddington 2. Es ist letzten Endes völlig egal. Für mich die perfekten Kinderfilme. Da kann ich überhaupt nichts gegen sagen. Ich hatte ihn auf meinem Platz 4 tatsächlich. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn mit reinrate. Und ich finde halt gerade Paddington zeigt noch mal so ein bisschen die Schwierigkeit des Begriffs Kinderfilm. Weil, wie gesagt, wenn Nicolas Cage und Pedro Pascal den Film bei sich zu Hause gucken und dann losheulen, da ist kein Kind dabei. Ich muss aber gestehen, bei der Szene, wo Paddington am Ende in diesem Zugwaggon unter Wasser ist und man erst denkt, er trinkt und er mit seinen kleinen Bärenhänden... Das ist so spannend. Ich habe geheult. Und vor allem, was mir bei diesem Film so stark auffällt, ist, wie da am Ende alles ineinander greift. Mhm. Und zwar nicht auf so eine plumpe Art, ey, wenn du irgendwann im Film mal eine Pistole siehst, dann wird da irgendwann noch jemand mit erschossen. Sondern dieses, es gibt zum Beispiel die Szene, in der die Mutter... in der einmal ganz kurz erwähnt wird, dass die Mutter so ein Langstreckenschwimmen trainiert. Und am Ende muss sie halt schwimmend Paddington retten. Und das sind so ganz kleine Sachen. Oder auch, dass der Vater zum Yogakurs geht und am Ende braucht er diese Yoga-Position, um von einem Zugwaggon zum anderen zu kommen. Und das sind so Kleinigkeiten, die halt zeigen, in Paddington 2 und Paddington 1 ist alles so miteinander verknüpft, auf so eine tolle, elegante Art und Weise. Und
Ach ja, das ist generell, das ist so eine schöne Liste hier. Ja, finde ich echt. Und letztes Wort zu den Zügen. Die Filmgeschichte hat ja mit Zügen begonnen. Der einfahrende Zug im Bahnhof La Ciotat, ja. Dann François Truffaut. Filme sind wie Züge in der Nacht. Snowpiercer. Die Gesellschaft ist ein Zug. Ich finde Paddington 2 und diese Zug-Endszene ist wirklich auch zusammen mit Lone Ranger eine der besten Zug-Action-Szenen, die ich jemals gesehen habe. Buster Keaton, der General natürlich noch. Also Paddington 2 ist wirklich unironisch einer der ganz großen Filme. Man könnte jetzt, tatsächlich denken, du hast das mit den Zügen nochmal erwähnt, weil wir demnächst ein Video passend zu einem Film in einem Zug haben, nämlich Bullet Train. An dieser Stelle kurz darauf verwiesen. Da haben wir die spannendsten. Wir haben Actionfilme in einem speziellen Action-Setpiece gepitcht, was wir bisher nicht hatten, ne? Mhm. Ja, stimmt, genau. Da auch Stichwort Züge in Filmen. Ja. Genau. Und letzter Querverweis, der Regisseur von Paddington 1 und 2, Paul King, heißt er so? Ich glaube schon, wird ja jetzt das Prequel zu Charlie in der Schokoladenfabrik machen. Wonka mit Timothy Chalamet als Willy Wonka. Cool. Dann war's das. Welchen Film würdet ihr euren potenziellen Kindern als allererstes zeigen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und gebt uns außerdem einen Daumen nach oben. Drückt die Abo-Taste und wenn ihr Geld übrig habt, dann gebt uns gerne was davon ab. Und wie das funktioniert, das seht ihr in der Videobeschreibung. Herzlichen Dank.